Hallo, ganz herzlich willkommen auf der Meet 2022. Ich begrüße auch Mario Filipic von der Wagner Biro. Und er wird heute über technische Lösungen im Falle einer Störung sprechen. Danke fürs Kommen und viel Vergnügen. Auch ein wunderschönes Hallo von meiner Seite. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zum Vortrag The Show Must Go On. Es soll hier um die schnelle Störungsbehebung im Spielfall gehen. Jeder weiß es, auf der ganzen Welt werden Bühnen gebaut, schon Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und auch durch die steigende Komplexität der Bühnen ist halt hier auch nirgends eine Bühne vor Störungen gefeit. Wir reden hier nicht nur über die Störungen von der Vorstellung, wir reden auch über Störungen im Spielbetrieb. Generell im Spielbetrieb wie Bühnenbetriebe, technische Einrichtungen, Probleme und natürlich die Vorstellungen. Dazu muss man sagen, ich darf mich auch noch mal ganz kurz vorstellen, ich war selbst jahrelang im Service tätig, habe hier selbst Störungen behoben und habe auch jedes Mal mitgefiebert bei unseren Kunden, wenn es Premieren oder Vorstellungen gegeben hat. Wir werden hier auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, warum überhaupt Störungen auftreten. Störungen sind nicht immer dem System geschuldet. Es gibt natürlich neue Anlagen, die sehr gut funktionieren. Es gibt aber auch Anlagen, die schon weit über 30 Jahre im Spielbetrieb sind. Das bedeutet, wir versuchen auch hier Service zu leisten. Wir supporten auch hier und wir bieten auch hier noch immer einen stabilen Partner, um zu sagen, in einem Störungsfall können wir auch bei unseren Altanlagen oder älteren Anlagen noch immer helfen. Es geht natürlich auch um die Benutzung dieser Anlagen. Es gibt Häuser, da macht man eine Schaltschranktür auf und eine Aluleiter kommt einem entgegen. Es gibt Häuser, man macht einen Schaltschrank auf und öffnet einen Frequenzumrichter, der Probleme macht, und hier kommen Goldflocken entgegen. Dem Ganzen sind natürlich auch Störungen geschuldet. Und auch hier wird präventiv geholfen und es wird hier auch immer wieder weiter über Verbesserungsvorschläge diskutiert. Wir wissen alle, Störungen im Spielbetrieb, das Allerschlimmste, was passieren kann, von kleine Störung bis große Störung. Es kann natürlich behoben sein mit einem Tastendruck, bis hin, dass wir wirklich zu einer Pausenverlängerung kommen. Ist noch im besten Fall irgendwie bei der Vorstellung zur Hand haben. Ja. Bis hin zu einer Showunterbrechung bei einer gröberen Störung. Und natürlich das Allerschlimmste, was uns passieren kann, ist der Showabbruch. Der ganze Vortrag soll sich unterteilen in unsere Steuerung natürlich, neue die CAT 5, aber bis hin zurück zu unseren alten SPS-betriebenen Steuerungen. Die Hardware wird sich darauf beziehen, Elektrokomponenten natürlich im größten Teil vorzustellen, die wir hier gemacht haben, beziehungsweise auch Präventivmaßnahmen und auch den Service und Support, den wir hier leisten wollen und den wir hier auch leisten. Unsere Steuerung ist natürlich komplett abgesichert, wir sind Ziel 3 zertifiziert und werten natürlich alle Fehler aus. Das bedeutet, wir fangen natürlich an, dass der Betreiber, Benutzer hier ganz normal eine Fehlermeldung bekommt, sei es aus welchen Gründen auch immer, sei es aus steuerungstechnischen Gründen, sei es aus klemmenden Gründen, sei es Limitierungen, die im Spielbetrieb vorkommen. Somit bekommt unser Benutzer schon einmal ein Feedback, um zu sagen, ich habe hier eine Störung, ich habe hier eine Limitierung, hier funktioniert etwas nicht. Natürlich sollte hier eine Störung vorkommen, werden diese Störungen sofort mitgelockt. Das Ganze wird natürlich in unserem Serversystem komplett abgespeichert. Das bedeutet, im Spielbetrieb himself
kann man auf diese Störung zeitweise nicht reagieren. Das Ganze ist ein Stressmoment. Das bedeutet, wir wollen hier nicht filtrieren, warum ist es passiert, sondern wir wollen eigentlich nur sagen, wir müssen es jetzt lösen und das Ganze muss jetzt gelöst werden. Und deswegen gibt es hier auch diesen Störungslog oder beziehungsweise Fehlerlog, um zu sagen, im Nachhinein kann man hier alles nochmal auswerten. An was hat es gelegen? Wo war die Störung? War es wirklich eine systembedingte Störung? War es keine systembedingte Störung? Weiters haben wir natürlich eine komplette Telemetrieauswertung. Das bedeutet, wir können hier auch wirklich schauen, hat es hier mechanische Klemmungen gegeben, hat es hier Stromschwankungen gegeben. Wir können hier alles auswerten, die den einzelnen Antrieb betreffen oder natürlich auch übergeordnet. Um eine schnelle Störungsbehebung von dieser Seite aus, von der Steuerung, machbar zu gestalten, haben wir natürlich die Möglichkeit von Fernzugriffen. Der Fernzugriff gestaltet sich nicht anders, wir sind komplett VPN geschützt und können auf das ganze System zugreifen. Das bedeutet, der Techniker, der sich irgendwo auf dieser Weltkugel befindet, kann in einem Haus irgendwo auf dieser Welt jederzeit die Anlage einsehen, sollte es der Benutzer wünschen, und dementsprechend Hilfe leisten. Der Benutzer sieht hier in diesem Fall ein kleines Störungsbild. Er sieht nur eine Störung. Er weiß nichts damit anzufangen, greift zum Telefon. Dort ist der Servicetechniker und dieser Servicetechniker kann sich in dem Moment verbinden und kann in das System einsehen und wirklich filtrieren, welche Störung hier jetzt effektiv aufgetreten ist, um den Benutzer hier durch die Störung durchzuleiten. Hier sind wir dann auch schon bei der Problemanalyse natürlich angelangt. Diese Problemanalyse gestaltet sich von Haus zu Haus unterschiedlich. Es gibt komplexe Häuser, es gibt leichtere Häuser von der Maschinerie aus, aber die Probleme bzw. die Störungen sind natürlich immer die wichtigsten. Die Problemanalyse wird normalerweise nach der Störung behoben. Das greift jetzt alles ineinander. Wir haben eine Steuerung, wir können sie auswerten, wir können in die Steuerung eingreifen, über den Fernzugriff und können das Problem analysieren. Somit haben wir die Möglichkeit, den Benutzer zielführend dorthin zu leiten, um diese Störung zu beheben. Um das Ganze natürlich abzusichern von unserer Steuerung, haben wir ein voll redundantes System. Das redundante System unserer Steuerung beinhaltet hier aber nicht nur ein redundantes Ethernet, um hier im Störungsfall sofort störungsfrei umzuschalten, sondern es behaltet auch redundante Server. Bedeutet nichts anderes, wir haben wirklich mindestens in jedem System zwei Server verbaut. Es gibt einen Main- und einen Backup-Server, die spiegeln sich permanent. Und dieses System, sollte es hier zu einem Ausfall vom Server kommen, kann natürlich sofort nahtlos umgreifen auf den Backup-Server und natürlich alle Funktionen übernehmen. Im Optimalfall gleichen sich diese Server aus. Das bedeutet, wir entlasten die Server von der CPU-Leistung her. Das heißt, wir teilen hier das Ganze auf. Sollte aber hier natürlich ein Server ausfallen, kann der zweite nahtlos zugreifen und dementsprechend die Show sofort weitergeführt werden. Zusätzlich zu den redundanten Servern haben wir pro Server nochmal redundante Festplatten verbaut. Das heißt, in jeder Servereinheit befinden sich dort zwei Festplatten, die nochmal gespiegelt sind, um auch bestmöglich die Show zu schützen. Jeder weiß es, sollte hier eine Show programmiert werden, ist das natürlich mit irrsinnig viel Aufwand verbunden, auf jeder Bühne dieser Welt. Und diese Show zu schützen, ist natürlich ein irrsinnig wichtiges Gut. Somit besteht bei uns natürlich die Möglichkeit, sollte jetzt wirklich hier eine Festplatte zu Bruch gehen, überhaupt ist die zweite Festplatte geschützt und hat natürlich hier alle Daten nochmal, um diese Show zu schützen. Shows werden im Großen und Ganzen von in Stunden programmiert bis hin zu Monate für große Vorstellungen. Kommen wir jetzt weiter zur Hardware. Beim Punkt Hardware wird es im größten Teil um Elektrokomponenten gehen.
Der Stahlbau ist natürlich nicht so fehleranfällig wie die hochkomplexen Teile einer Steuerungsanlage. Das Herzstück hierzu bildet immer wieder unser Achsrechner, der sogenannte Axio. Hier jetzt ein Axio 5 aus der neuesten Version. Jedoch gibt es diesen Axio auch schon in der Vorgängerversion, der ziemlich gleich aussieht und auch über sehr viele von diesen Key Features, die jetzt kommen, dementsprechend natürlich beinhaltet. Dieser Axio ist das Herzstück. Dieser Axio verwandelt jeden Fahrbefehl von der Rechnersteuerung in die Bewegung selbst. Er leitet hier jede Sicherheitseinrichtung, er führt jeden Digital- und Digitalbefehl aus, bekommt jeden Digitaleingang und verwertet ihn instinktiv zur Steuerung und kann das Ganze umsetzen. Was passiert jetzt, wenn so ein Axio, aus welchen Gründen auch immer, ausfällt? Das bedeutet, der Antrieb ist stillgelegt. Im Vorstellungsfall natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Sollte dieser unglaubliche Fall eintreten, gibt es hier natürlich die Möglichkeit, den Axio untereinander auszutauschen. Das bedeutet, jeder Axio ist hotplug-fähig und bedeutet, man kann ihn einfach rausziehen im Spielbetrieb und einen neuen Axio einsetzen. Hat man keinen neuen Axio, ist das System natürlich so intelligent, man kann auch zwischen den Antrieben die Axios switchen. Bedeutet, wir haben mehrere Antriebe, wir sind in einer Maschinerie, ein Axio ist defekt, man macht den zweiten Schaltschrank auf, nimmt den Axio raus, steckt ihn rein, System fährt wieder. Schnellste Störungsbehebung bei dem Herzstück unserer Anlagen. Natürlich sind hier auch alle Daten in diesem Axio abgespeichert, beziehungsweise Höhen, Geschwindigkeiten, Vorgaben. Dieser Axio ist komplett selbst konfigurierbar. Das bedeutet, ich nehme den Axio raus in diesen Störungsfall, stecke den neuen Axio rein und bekomme vom System sofort alle Werte, dass wir wissen, der Antrieb steht auf dieser Höhe, der Antrieb fährt mit dieser Geschwindigkeit, der Antrieb hat diesen Namen, der Antrieb ist in dieser Show zu dieser Zeit programmiert. Dauer von dieser Geschichte, je nach Zugang zur Maschinerie natürlich, Vorgang von 10 Sekunden. Eine unserer schnellsten Lösungen. Natürlich haben wir hier jetzt komplexere Geschichten als nur den Axio. Die Firma Wagner Biro hat hier den Unicorn entwickelt. Hier oben sehen Sie eine ganze Galerie, die befindet sich in Deutschland, in einem schönen Haus, wo natürlich jede Achse den eigenen Schaltschrank besitzt. Der Unicorn hat nicht nur den Vorteil, dass dieser genau die Abmessungen hat, um einen Handkonterzug zu ersetzen, sondern auch zusätzlich noch, dass er komplett steckbar ist. Man sieht hier auf der Oberseite die Stecker und auch auf der Unterseite sieht man hier die orangen Stecker. Das bedeutet, sollte hier aus Gründen, welche auch immer, dieser Unicorn ein Gebrechen haben, Frequenzumrichter, Netzteile, jede Kleinkomponente, sind diese Unicorns sofort untereinander tauschbar. Das bedeutet, wir haben jetzt das fiktive Szenario, wir haben etwas in der Vorstellung, diese Achse geht in Störung, bedeutet, der Techniker geht sofort hinauf, nimmt dort 4 Steckverbindungen, steckt sie auf den Neben-Unicorn. Durch diesen Umsteckmechanismus erkennt auch das System sofort, ich habe jetzt hier einen neuen Antrieb, der Bediener bekommt eine Meldung, akzeptiert diese und der Antrieb ist sofort wieder einsetzbar. Zusätzlich zur Geschichte ist natürlich auch noch die Bauart von diesem Unicorn zu berücksichtigen.
Durch die schmale Bauweise und durch diese modulare Bauweise haben wir die Möglichkeit, die Kabelverlegung so flexibel wie möglich zu gestalten. Wir können von unten gesteckt werden, wir können von oben gesteckt werden und können es natürlich dort an jedes Haus anpassen. Der größte Vorteil, den dieser Unicorn bietet, ist natürlich, wenn wir dort in Gruppen fahren. Wir haben eine Vorstellung. In dieser Vorstellung bewegt sich eine Gruppe mit Requisite. Es sind 5 Punktzüge eingehängt und diese 5 Punktzüge sollen wegsynchron eine Requisite bei einer Verwandlung nach oben bewegen. Eine Achse geht in Störung. Es existiert jetzt natürlich keine Möglichkeit zu sagen, ich hänge das Ganze um, wir haben einen zweiten Zug, wir kommen dort nicht dazu, ich bräuchte eine Leiter. Das Ganze ist eine Spielunterbrechung. Der große Vorteil hierbei ist, man geht in die Maschinerie, man steckt den Unicorn ab, man steckt den neuen Unicorn an, die Achse, die eingehängt ist, erkennt das Ganze und fährt sofort die Verwandlung ab. Die komplette Programmierung wird ohne Störung soweit, außer natürlich den Umsteckvorgang, schnellstmöglich vorangetrieben. Bei uns heißt diese Variante Cross-Plug und wird natürlich zu 99% in der Obermaschinerie verwendet. Obermaschinerie sind normalerweise sehr viele gleichwertige Antriebe und somit haben wir hier natürlich den großen Vorteil, sehr viele gleiche Konfigurationen zu haben. Und da bietet sich das System absolut an. Zusätzlich dazu hat man natürlich die Möglichkeit, so wie hier beim System, man sieht hier auf der rechten Seite die Unicorns, auf der linken Seite stehen schon unsere Züge. Man hat die volle Einsicht auf die Züge. Das bedeutet, wir haben hier einen Störungsfall. Es gibt hier natürlich eine Notbediensteuerstelle. Diese Steuerstelle wird an diesen Unicorn angesteckt, kann auch einzelne Sicherheitsfunktionen deaktivieren und man kann live mitverfolgen, was auf der Winde dahinter passiert. Man ist hier sehr nah am Geschehen und kann dementsprechend sehr schnell reagieren. Man kann natürlich, auch von der Baugröße her geschuldet, nicht überall einen Unicorn verbauen. Dem Ganzen, der Unicorn ist natürlich für die Obermaschinerie absolut perfekt sozusagen. Jedoch für die Untermaschinerie und für größere KW-Stärkern haben wir natürlich Probleme, diese kleine Bauart hier einzubauen. Für so etwas haben wir natürlich Reserveachsen. Reserveachsen sind bei uns nichts anderes als, wir haben eine Untermaschinerie, wir haben eine Podienlandschaft, ein Podium geht in Störung. Frequenzumrichterdefekt, Axiodefekt, Netzteil kaputt, etc. Dies bietet natürlich sofort die Möglichkeit, mit einer Reserveachse über einen Bypass direkt eine Verbindung zu einem zweiten Schaltschrank zu legen und den Spielbetrieb sofort wieder aufzunehmen. Das Ganze ist natürlich vorkonfiguriert. Wieder greifen hier alle Zahnräder ineinander. Der defekte Schaltkasten wird abgesteckt, der Bypass wird auf die Reserveachse gelegt. Die Reserveachse erkennt natürlich sofort, was für ein Antrieb dran hängt, dadurch, dass der Axio selbst konfigurierbar ist und dementsprechend erkennt er das Ganze sofort, greift sofort ein und kann dementsprechend schnellstmöglich wieder den Spielbetrieb herstellen. Zum Punkt vorkonfiguriert ist natürlich zu sagen, wir haben hier verschiedene KW-Leistungen, auch in Untermaschinerien und wir bieten dementsprechend auch an, diese Leistungen abzudecken. Jedes Podium ist natürlich unterschiedlich, jedoch werden diese größtenteils mit den gleichen Leistungen dann betrieben. Service und Support. Die Firma Wagner Biro gestaltet sich als ein Partner des Hauses.
jeder Servicetechniker, und ich war selber jahrelang Servicetechniker, fiebert noch immer mit seinen Kunden mit, wenn eine große Show ansteht, wenn eine Premiere ansteht. Es ist in diesem System, gibt es eine Hauptansprechperson. Das bedeutet nichts anderes wie, sollte ein Haus wirklich eine Störung haben und die Service Hotline wählen, kommt sie zu 99% zu dieser Hauptansprechperson. Der große Vorteil an dieser Hauptansprechperson ist, er kennt das ganze Haus. Häuser sind auf der ganzen Welt unterschiedlich. Es gibt kein Haus, und jeder, der schon in verschiedenen Theatern war, weiß, jedes Haus ist sein eigenes Labyrinth. Wir bieten hier natürlich Operator-Schulungen an, um diese Störungsbehebung schnellstmöglich auch kundenseitig zu bieten. Jedoch sollte der Kunde hier in diesem Stressmoment nicht den Störungsablauf filtrieren können, gibt es bei uns die Möglichkeit einer 24/7-Hotline. Die 24/7-Hotline wird angerufen, der Techniker geht dran, der Techniker fragt, welche Störung momentan ist, kann sich natürlich über den Fernzugriff sofort einloggen und selbst schauen oder den Operator dementsprechend sofort durch den ganzen Vorgang durchleiten, woran diese Störung liegt. Es gibt hier, man muss immer wieder fairerweise dazu sagen, es gibt hier Störungen, die sind nicht immer behebbar schnellstmöglich. Aber auch hier haben wir immer wieder die Möglichkeit, und das Ganze haben wir auch schon bewiesen, immer wieder durch diese 24/7-Hotline den Support geleistet, dass der Spielbetrieb schnellstmöglich weitergehen kann. Voraussetzung für die schnelle Wiederherstellung ist natürlich ein Ersatzteilpaket. Das Ersatzteilpaket beinhaltet alles, was im Großen und Ganzen defekt werden könnte. Und präventiv gibt es hier natürlich noch die Wartung. Wir bieten eine Wartung an mit der Hauptansprechperson der Firma Wagner Piro, der in der Sommerspielpause die komplette Maschinerie natürlich durchcheckt und präventiv schon Kleinigkeiten oder Reparaturen aufzeigt, um es gar nicht zu einer Störung kommen zu lassen. Die Wartung wird natürlich bei uns aufgeteilt, mechanisch, elektrisch und steuerungstechnisch. Bei Wartungen kommt es immer wieder vor, auf der ganzen Welt. Die Benutzung unserer Bühnenmaschinerie wird zeitweise ein bisschen unterschätzt. Das bedeutet, man kommt zu einer Wartung, man hat diese typische Sommerpause, die hier existiert. Man kommt zu einer Wartung und beginnt, sich die ersten Teile anzusehen. Hier werden Requisiten gefunden, hier werden, so wie gesagt, Leitern gefunden. Es gibt hier ein kleines Podium, nennt sich ein Kostümständerpodium, wo wir bei einer Wartung waren und natürlich die Requisite gekommen ist und gesagt hat, das Podium funktioniert nicht, das Podium geht die ganze Zeit in Störung. Wir haben bei dieser Wartung das Podium kurz nach oben gezogen und auf einmal sind 35 Kleiderbügel dementsprechend unten in unserer Maschinerie drinnen gelegen. Irgendwo verständlich, dass es dann nicht immer funktioniert. Wir sind zu einer Störung gerufen worden, eine Versenkerklappe öffnet nicht mehr. Diese Versenkerklappe muss unbedingt wieder funktionstüchtig gemacht werden. Übermorgen ist die Vorstellung mit dieser Versenkerklappe. Wir sind zu dieser Störung gefahren, haben unter die Versenkerklappe geschaut und der Endschalter, der diese Versenkerklappe überwacht, war abgeklebt von der Requisite. Schnelle Störungsbehebung, kleine Ursache, aber natürlich große Auswirkung. Jede einzelne Störung, die bei uns eingeht, wird auch dementsprechend behandelt. Also
Das hat so geht. Der nächste lustige Auszug. Es existiert eine Podienlandschaft. Natürlich, jedes Podium ist Scherkanten gesichert. Das bei einer Vorstellung als Sitzgelegenheit benutzt worden ist. Wir wurden hier hat es mehrfache Störungen gegeben. Das Podium lässt sich nicht mehr verfahren, sobald in dieser Grube die Schauspieler gesessen sind. Wir wurden zu dieser Störung gerufen, wir haben uns das Ganze angeschaut. Die Schauspieler haben sich hingesetzt und haben natürlich mit der Musik die Beine bewegt. Jedes Mal gegen die Sicherheitsleiste geklopft und in diesem Moment ist natürlich die ganze Vorstellung in Störung gegangen. Problem damals, diese Vorstellung war aber auch nicht normal abgefahren, sondern Timecode-basiert für ein Musical. Natürlich hat dann der ganze Timecode nicht mehr gestimmt. Okay. So werden normalerweise unsere Störungen schnellstmöglich behoben. Ich darf mich in diesem Sinne bei allen bedanken, die heute hier sitzen, und darf natürlich jetzt um Fragen bitten. Sehr wenig Fragen. Dann sage ich in diesem Sinne Danke. Sollte trotzdem noch jemand etwas wissen wollen, man findet mich sonst im schlimmsten Fall am Messestand. Und dann darf ich Danke sagen.